Ja, Mahlzeit, Kinder. Ich bin der Knacki und da ist der Heiko, ne? Heiko ist ein bisschen maßlos, ne? Heiko ist Zensur. Heiko. Ja, er ist halt nur der Heiko, ne? Der kleine Heiko ist ein bisschen knatschig. Er ist ja unser Bundeswehr-verdrehende Justizminister. Und alles ganz bibibababu-schäbig, ne? Ich habe ja ein paar Mal schon gesagt, was uns hier auf die Füße fallen kann. Also uns nicht, euch, ne? Alle, die liken, teilen und sich an. Ja, an der freien Meinungsausübung in Deutschland beteiligt haben in den letzten Wochen, Monaten und Jahren, denen könnte ihre Beteiligung auf die Füße fallen, ne? Ich hatte ja mehrfach in Live-Hangout schon darauf hingewiesen, dass es hier schon die ersten Strafbefehle gibt. In der Regel gibt es gar keinen Gerichtstermin, sondern man wird in Abwesenheit zu einer Geldstrafe verurteilt für Vergehen im Internet. So, und unter anderem geht es darum, wer nur etwas teilt, was andere Leute scheiße finden. Also es geht dann im Prinzip darum, hier wäre jetzt so ein Begriff da, Heiko Maas, und darunter schreiben irgendwelche Leute wieder, der kleine Nazi, Vollidiot, der Goebbels-Nachfolger, weiß der Geier, halt den üblichen Stuss, den Geisteskranke da dann drunter schreiben. Wer solche Kommentare liked, der ja, macht sich diese Inhalte zu eigen. Denn das ist ja eine aktive Handlung. Ich sag, ja, finde ich gut, was der Typ gesagt hat, deswegen bekommt er von mir das Däumchen nach oben, sieht dann so ein bisschen aus wie das Däumchen, was ich hier habe. Und in dem Moment habe ich im Prinzip, ja, als Unterstützer dieser Meinung, mir diese Meinung selber ans Revers geheftet und habe gesagt, jo, ist meine Meinung und bums, gibt es einen Strafbefehl, sofern man euch ermitteln kann. Ne? Ich fand das nochmal wichtig, die Geschichte nochmal kurz separat als kleines Video zu produzieren, denn ja, ich habe natürlich nicht immer während einer Live-Sendung sofort hier alle Bilder oder Quellen zur Hand, aber mir laufen sie immer wieder über die Füße und manchmal räume ich hier meinen Schweinestall, meinen digitalen ja auch auf, dann findet man sowas auch mal wieder, ne? Wie gesagt, wer es nicht glaubt, einfach mal ausprobieren. Die freie Meinung ist jetzt nicht unbedingt so in Gefahr, aber ich sag, man kann sie auch so formulieren, dass man mit dem blauen Auge davonkommt, ne? Muss ja nicht gleich in meiner Geldstrafe enden, ne? So, schönen Tag noch, zieht die Gänge nicht so, das Übliche, ne?